Herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Ach, wir müssen noch 200 Meter weiterfahren. Warum dachte ich, wir wären hier sicher? Naja, wir müssen noch weiterfahren. Da vorne sind noch die Lautsprecher. Wahrscheinlich von der Nero-Anlage, die wir... Dieser Nero-Anlage Plünderer Camp Gedöns. Aber ist gut, dann laufen die Fuzzis dahin. Kommen nicht zu uns. Wir halten mal hier an. Und reparieren einmal die Baseballschläger-Axt. Und den Schrott hätte ich gerne. Genau. Oh, sogar 5. Ich hatte jetzt mit 4 gerechnet. Ja, da vorne ist dieses komische Camp-Ding. Das ist wohl der Laden. Finden wir etwas Illegat? Okay, Freunde. Alles verrammelt. Ich muss irgendwie rein. Irgendwie rein. Bestimmt müssen wir hier hochklettern. Vielleicht hier? Ne, wir können das auch. Müsste ich hochklettern können. Auch hochklettern, ja. Stimmt. Die sind nervig. Krabbler krabbeln nicht mehr. Ja, ein Tante-Emma-Laden. Also, wo zum Teufel ist das Silikat? Ist auch total gut, wenn wir nicht mal wissen, was wir suchen müssen, ne? Aua! So, irgendwo ist noch einer. Ach, dann können wir das Auto von hier aus dann wegschieben. Das ist auch praktisch. Heilen wir mal wieder was. Na also, Silikat. Geht doch. Okay, also jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Genau. Weil das ist ja einfach. Los, du Scheißteil! Ja! Okay. Park einfach irgendwo. Und weg hier. Immer diese Alarmanlagen. Unfassbar. Aber Sarah, gut, wir sollten ja ins Camp. Von daher. Das Silikat, das du wolltest. Corporal St. John. Ja, ich höre. Ich bin in einem Meeting mit Lieutenant Weaver. Corporal St. John, wann besorgst du mir mal wieder was? Keine Ahnung, Weaver. Corporal, ich erwarte nach deiner Rückkehr einen Bericht. Lieutenant Whittaker Ende. Verfluchter Weaver. Was zum Teufel hat er vor? Mann, weiß es nicht. Hey Doc, bist du da? Hier ist Corporal St. John und Doc Jimenez. Kommen. Oh, St. John, was macht der Arm? Gut, gut. Diese Salbe von dir oder was das war, sie wird echt gut. Lass mich das beurteilen. Hey, also, ich wollte eigentlich nur mal wissen, naja, wie gut du Lieutenant Weaver kennst. Lieutenant Weaver? Ich kenne ihn so gut wie die anderen Offiziere. Wieso? Ich weiß nicht, ich besorge Sachen für sie, für ihn und Lieutenant Whittaker. Und er scheint dir dauernd nachzustellen und mir gefällt das nicht. Lieutenant Whittaker kann auf sich selbst aufpassen. Hör zu, St. John. Der Colonel toleriert ein gewisses Maß an Hänseleien unter den Offizieren. Ich würde mich da raushalten. Okay, Doc. Und keine Sorge wegen Lieutenant Weaver. Er ist soweit ganz in Ordnung. Kriminelles Ende. Da wären wir wieder. Wir parken einfach hier, den Rest können wir auch zu Fuß gehen. Ja, natürlich erstmal hier wieder die Standard. Corporal St. John. Sergeant, was macht das Leben? Na, das kriege ich hin. Corporal, bis dann. Ah, hier Corporal, noch einmal kurz sehen. Der Mann der Stunde. Sarge. Bitte sehr. Ja, okay. Schön. Bis dann, und dann zum hey, Zelt. Schläfst du auch immer mit Knarre, ja? Aber natürlich. Ach,
Weaver, ich schwör's bei Gott. Was? Hast du Angst vor Wettbewerb? Verdammt, raus hier! Gibt's ein Problem? Ma'am. Nur eine kleine Diskussion, Corporal. Lieutenant. Was war das denn gerade? Gar nichts. Es ist Weaver. Er glaubt, die Lösung aller Probleme ist, einfach alles niederzubrennen. Scheiß auf ihn. Ja, scheiß auf ihn. Hier. Danke. Nein, nein. Was denn, Deacon? Nicht bedanken. Dank mir nicht. Immer wenn du mir dankst, stehe ich wieder mit einem deiner blöden Anforderungsscheine da. Meine blöden? Das, so denkst du darüber? Du glaubst, was das, ich hier das mache, meinte ist ich nicht. Blödsinn? Nein. Natürlich nicht. Weißt du, ich verstehe nicht, warum du noch hier bist. Dann will ich dich mal aufklären. Ich habe 2 Jahre lang Freaks getötet. 2 Jahre lang. Einen nach dem anderen. Ich war ihnen so nah, dass ich das faule Fleisch zwischen ihren Zähnen roch. Wenn du also etwas finden kannst, das sie auf einen Schlag vernichtet, verdammt, dann bin ich dabei. Aber wenn du mich nicht hier willst, dann befiehl mir zu gehen. Ma'am. Deacon, warte. Tut mir leid, okay? Also, ich brauche... Ich muss... Danke. Vielen Dank für die Hilfe. %97 mal wieder. Ah, ich glaub's nicht. Und da fehlt auch nicht mehr so viel. Ah, das dauert noch ein bisschen hier. Geht also noch eine Weile. Wir sollten in irgendein Camp noch zurückkehren. Ja. Recht und Unordnung. St. John, bist du da? Ja, ich höre. Hier ist Lieutenant Weaver. Schon einen Blick auf meinen Anforderungsschein geworfen? Du bist ja fast täglich für die Hexe unterwegs. Ich fühle mich vernachlässigt. Ja, ja, ich meine, ja, Sir. Styropor, Sie brauchen Styropor, stimmt's? Ja, genau, Styropor. Wenn du keins finden kannst, am Highway 97 südlich von Chemout steht ein kaputter Laster unterm Wasserturm. Findest du das? Hören Sie, ich finde den kaputten Laster, okay? Ich hole Ihnen Ihr Styropor. Ich bitte darum. Weaver Ende. Styropor, aber erstmal geht's hier hin. Ach nö, jetzt bitte nicht warten, bis Nacht ist. War doch gerade endlich Tag. Oh. Hätten wir mal Styropor geholt. Wir sind seit den Anfängen dabei. Haben meine Warnungen gehört, dass Gott uns strafen wird. Kamen mit mir hierher, bauten mit mir diese Arche. Egal, ob ihr von Anfang an bei uns wart oder euch erst heute entschieden habt. Ihr seid nun Teil dieser Bestimmung. Ihr seid Teil unserer Mission, die Welt zu retten. Und denkt immer daran. Wenn ihr außerhalb dieser Mauern eurer Pflicht nachgeht, wir suchen immer noch Material, das sich lohnt, in der Arche verwahrt zu werden. Ob Lehrbücher, Handbücher, Enzyklopädien, DVDs, andere Medien. Lieutenant Weaver hat eine Liste mit den benötigten Chemiebüchern erstellt. Lieutenant Whittaker eine mit Büchern über Biochemie, Genetik und Biologie, die noch fehlen. Captain Jimenez. Eine mit Büchern über Medizin, Anatomie und operative Eingriffe. Sergeant Tomlinson hat einige Bücher über Straßen- und Maschinenbau aufgelistet. Und Captain Hawkins ist immer auf der Suche nach neuem Material über Landwirtschaft und Hydroponik. Also, haltet auf euren Touren immer nach diesen Dingen Ausschau. So helft ihr, die Arche zu füllen. Weggetreten. Ja, ja. Ach ja, mit der Rede
das Level abgeschafft und hier fehlt nur ein bisschen. Da müssen wir noch das Styropor holen, dann können wir uns... Ich glaube tatsächlich die Fernkampfwaffe leisten oder besorgen. Richtig gut. Ja, wir holen uns den Fertigkeitspunkt. Jetzt ist Survival dran. Da haben wir noch nicht so viel gemacht. Wir müssen hiervon einnehmen. Entweder erhöht die Reichweite von Überlebenssicht oder Fähigkeit beim Sammeln doppelt so viele Pflanzen. Wir brauchen nicht so viele Pflanzen. Wir machen die Reichweite von Überlebenssicht. Ja. Ach, mit der mittleren Maustaste geht das auch. Na gut. Und wir können ja noch echt viele Fertigkeitspunkte da verteilen. Also es ist möglich, noch viele zu verteilen. Ach, hier ist ja noch ein ganz neues Gebiet. Ah, schön, schön, schön. Da fahren wir natürlich hin. Ich weiß, das erwartet mich so ein bisschen, dass ich nicht weiß, wie wir da hinkommen. Das ist ein bisschen doof. Das hier. Da ist noch ein Kopfgeldjägerziel. Ups. Den hatte ich ja ganz übersehen. Wir machen das Kopfgeldjägerziel. Bevor wir dann ein neues Gebiet fahren, machen wir erst mit dem Kopfgeldjäger dann noch. Wer weiß, was da wieder für Missionen sich dann angestaut haben, weil ich den übersehen habe. Eieieiei, das geht ja gar nicht. Außerdem ist Kopfgeldjäger ja in der Regel auch eine gute Sache für die Zeit, die wir jetzt hier noch so ungefähr haben. Aber darauf wette ich auch nicht mehr. Darauf wette ich nicht mehr. Könnte auch wieder fürs andere Camp sein, was aber auch ganz gut ist, dann können wir nämlich... Achso, ja. St. John und Whittaker, ich, Das Motorrad Corporal wieder ein bisschen aufwerten. Ja, Matt, der Colonel ist hier. Ich sagte ihm gerade, wie sehr du mir hilfst. Corporal St. John? Ja, Lieutenant Whittaker lobt Sie in den höchsten Tönen. Ich mach nur meinen Job, Colonel. Sir. Sehr schön. Lieutenant Whittaker hängt im Zeitplan hinterher, aber mit Ihrer Hilfe... Matt, wie gesagt, also Biologie. Meine Arbeit ist viel komplizierter als einfach eine Bombe zu bauen. Weaver ist... Lieutenant Weaver ist dem Zeitplan voraus. Wenn Sie keine Fortschritte machen, muss ich Ihnen Ressourcen entziehen und sie ihm überlassen. Ist das klar, Lieutenant? Ja, Sir. Colonel. Weitermachen. Ist alles okay? Klingt als ob... Tut mir leid, ich muss weg. Ach, das ist mal wieder so eine Suchmission. Colonel, ich bin jetzt am letzten bekannten Standort. Ist sie dort? Nein, aber hier steht ein Bike der Miliz, also allzu weit kann sie nicht sein. Sehr gut, Corporal. Machen Sie weiter. Garrett Ende. Ah, ein Miliz-Bike. Das muss dann wohl ihr... Okay, was ist hier passiert? Das Bike blieb liegen und du bist ziemlich ausgerastet. Das kann ich gut verstehen. Kleine Stiefelabdrücke, die sind von ihr. Ja, sie ist da lang. Na dann, gehen wir doch mal in die Richtung. Ich muss mich genau umschauen. Hier haben wir was. Was ist das? Sie hat wohl was verloren. Was hast du verloren, Crystal? Denn was auch immer es war... Du wolltest es unbedingt zurückhaben, hm? Was ist das? Ein Ring. Okay, das wäre der... Und was ist das hier? Oh, gelber Schnee. Ich meine, okay, wenn man muss, dann muss man. Dir ist hier draußen alles völlig egal, oder, Crystal? Mehr Stiefelabdrücke. Hier lang. Corporal St. John, hier spricht Colonel Garrett. Bericht. Ja, Sir. Corporal, ja. Die Sache ist äußerst dringend. Ein Soldat, ein Offizier, ist fahnenflüchtig. Ein Offizier? Ein Verräter der schlimmsten Art. Er ermordete zwei Soldaten und stahl waren wir stehen geblieben? Ein Verräter der schlimmsten Art. Er ermordete zwei Soldaten und stahl ein Bike aus dem Fuhrpark. Er wurde am South Rim Drive gesichtet. Das Bike hat einen blauen Tank. Finden Sie ihn, Corporal. Ja, Sir. Den kriege ich. Corporal, ich will ihn lebend. Lebend, Sir?
Wir werden ihn hängen, Corporal. Als Exempel für alle, die glauben, über den Milizgesetzen zu stehen. Die glauben, über Gottes Gesetz zu stehen. Ja, Sir. Wegtreten, Corporal. Der kriegt auch gar nichts mit da hinten, ne? Wer war das? Ist da draußen jemand? Wir erledigen den jetzt. Scheiße! Komm schon. Schweine, hat sie erwischt. Verdammt, Mann! Ah, endlich. Brenn, du Arschloch! Brenn, Drifter! Werf Molotow! Feuer! Oh, das ist nicht nett. Darf ich mich doch ein bisschen erfüllen? Ja, gesundheitsmäßig sind wir ja auch gut drauf. Jetzt sind es eh nur noch zwei. Einer davon war Scharfschütze. Wer war hier hinten irgendwo? Da oben. Moment. Zack. Und einen letzten noch. Da hinten. Oh. Okay, der wird sowieso erledigt. Oh ja, das waren alle. Finde das Kopfgeldziel. Das war noch gar nicht das Kopfgeldziel der Mai hier. Plündern. Was? Nein! Bloß nicht. Wollte einfach nur nachladen. Das Kopfgeldziel ist da hinten eigentlich. Ja, dann gehen wir doch dahin. Lassen wir die Freaks mal Freaks sein. In einer dieser Hütten. Hier drin. Sie muss hier drin sein. Dann müssen wir ja nur noch da reinkommen irgendwie. Alles klar. Oh, scheiße. Du hast echt die falschen Freunde. Leck mich! Hey, hey, ja, kennst du mich nicht? Ich weiß, wer du bist. Hast auf der Bühne gestanden und bist dem Colonel in den Arsch gekrochen wie ein braver kleiner Soldat. Oh, heilige Scheiße. Weißt du, warum ich hier bin? Ich nehme an, der Colonel hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Dann los, mach schon! Ist mir scheißegal! Was machst du denn da? Ich töte dich nicht. Ich brauch nur die Ringe. Das sind meine Scheißringe. Diese Wichser haben sie mir gestohlen. Es sind meine. Ja, das stimmt. Aber die Ringe oder dein Leben. Also, was ist dir lieber? Ah! Fahr doch zur Hölle! Gern geschehen. Okay. Die lässt er einfach gehen. Das ist ja was. Nee, muss ich jetzt hier wieder die Tür aufbrechen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das war's. Bin ich von der anderen Seite reingekommen? Ich muss die Tür wieder aufbrechen. Verrückt. Ziemlich, ach, sie hat mich eingeschlossen vielleicht. Ja, kann sein. Ja, dann,
Wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier wieder zurück zum Bike kommen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Sprit lasse ich jetzt einfach mal hier. Die Munition können wir uns noch wiederholen. Eigentlich keine schlechte Sache. Und dann werden wir auf jeden Fall die Mission noch abgeben. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Schnellreise zurück, dann hat sich das. Oh, und dann haben wir halt hier eine Mission, da eine Mission. Ist auch wieder gut was zu tun hier. Schnellreise. Ah, dann kriegen wir jetzt auch noch das Level ab. Das ist gut. Oh, das ist richtig gut. Schmeißt du hier den Matsch? So, einmal abgeben. Am Colonel höchstpersönlich. Colonel, Sir, mache Meldung. Ich bring das Diebesgut zurück. Corporal? Ja, die Frau. Eine Diebin und Mörderin. Hat sie Widerstand geleistet? Ja, Sir, ja, das hat sie. Sie hat sich heftig gewehrt, aber das war ein Problem für mich. Sie kämpfen für die Rechtschaffenheit, Corporal. Denken Sie nicht mehr daran. Menschen wie Sie, Lügner, Diebe, Mörder, Süchtige, alles Verbrecher, haben dieses Unglück über uns gebracht. Um die ist es nicht schade, um keinen davon. Wegtreten, Corporal. Ja, Sir, ich gehe zurück an die Arbeit. Okay, ich hole mir, was mir gehört. Wizard Island haben wir damit eine neue Stufe. 80% aller Kopfgeldjägeraufträge haben wir auch geschafft. Oder? Nee, Moment. Haben wir jetzt die Stufe erhöht? Haben wir? Ja, Stufe 2. Vertraut. Sehr gut. Dann holen wir uns jetzt die neue Rezessionswaffe. Sarge, wie geht's denn so? Oh, so viele Waffen. Man kann sich jetzt auch eine neue Primärwaffe holen. Hier diese Flinte. Präzision, Mannstoffwirkung und die schnelle Feuerrate machen dieses einzigartige Gewehr besonders stark. Oder? Oh. Oder besser für den Nahkampf geeignet. Ja, ich weiß nicht, wie das mit unserer Waffe ist. Was steht denn bei unserer Waffe eigentlich? Da steht auch, dass ihre Präzision so toll ist. Ach so, genau. Müssen wir mal gucken. Präzision geht ein bisschen runter, aber nicht viel. Und bei der ist die Präzision sogar noch besser und der Schaden besser. Also eigentlich ist die Waffe, glaube ich, doch besser als die Waffe, die wir jetzt haben und gefällt mir auch besser als diese hier. Die hat wahrscheinlich eine viel zu große Streuung. Ich habe nicht ewig Zeit. Naja, schon, aber hey. Also wir holen uns auf jeden Fall das hier. Wir holen uns auf jeden Fall dieses Scharfschützengewehr hier. Oh ja, davon habe ich auch eine. Nettes Teil. BFG 50, das ist ja schon bestimmt hier das Beste, was man da kriegen kann. Oder wir holen uns doch die. Die kostet auch nur 3000. Hey, sei bloß vorsichtig mit dem Ding. Schieß dir kein Auge aus. Die Mehrwaffe haben wir jetzt hoffentlich die auch ausgerüstet. Ja. Perfekt. Und bei Spezial haben wir auch diese hier ausgerüstet. Wunderbar. Ja, okay. Sehr schön, das ist doch eine gute Sache. Wir sehen uns später. Jawohl. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zurück zum Bike und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.